Man verschluckt sich ja sehr schnell einmal, zum Beispiel beim Essen. Aber Bernie, ist es immer gleich lebensbedrohlich? Nein, das ist nicht immer so gefährlich. Manchmal ist es genau das, man verschluckt sich und es bleibt etwas im Hals stecken. Solange du hier noch husten kannst, ist genau das die Lösung. Einfach husten, bis eine Besserung eintritt. Und wenn ich nicht mehr husten kann? Dann redet man von einer schweren Verlegung der Atemwege und das ist dann lebensbedrohlich. Da ist es dann wichtig, dass man sofort handelt. Und welche Erste-Hilfe-Maßnahmen setze ich da? Die erste Maßnahme, die man hier setzen soll, sind 5 Schläge auf den Rücken der Betroffenen. Wenn das noch nicht hilft, kann man anschließend noch das Heimlich-Manöver oder den Heimlich-Griff anwenden. Das macht man beides 5-mal und wechselt es so lange ab, bis eine Besserung eintritt. Du beugst die Betroffene leicht nach vorne und schlägst 5-mal zwischen die Schulterblätter. Wenn das nicht hilft, Heimlich-Manöver. Du fährst zwischen die Arme nach vorne, bildest eine Faust, legst sie ober den Nabel, Faust umschließen und fest nach innen und oben ziehen. 5-mal wiederholen. Abschließend gehst du zur Sicherheit noch zum Arzt zur Kontrolle. Und jetzt weißt du, was beim Verschlucken zu tun ist.